Veganer und ich bin einer davon. Und es gibt noch Millionen mehr und alle sind anders. Aber wir haben alle eins gemeinsam. Wir lieben das Leben und wir respektieren die Tiere. Das ist so viel mehr als irgendwelche optimalen Ernährungsregeln. Dieser Habitus des Expertenwissens und damit das sich erheben über Jahrtausende alte Traditionen wie der indischen Heilslehre oder der traditionellen chinesischen Medizin, die allesamt zu dem Schluss kommen anhand von empirischen Erfahrungen, also der Realität, dass die Menschen, oh Wunder, individuell sind. Dieses Erheben, das scheint der Standard auf YouTube zu werden. Und genau deshalb ist diese gemeinsame Aktion so, so wichtig. Und ich bin voller Stolz und ja, das kann ich so sagen, voller Stolz als noch recht junger YouTuber zusammen mit solchen alten, erfahrenen und altgedienten Fregatten wie Rohe Energie, Eat Care Live, Silke Leopold und ja, Nikolai Günther genauso diese Message hochhalten zu können wie mit jungen, aufstrebenden YouTubern wie Semper Veganis und Jasper Craven. Jeder Einzelne geht seinen individuellen Weg und genauso soll jeder von Euch da draußen seinen eigenen individuellen Weg gehen. Du isst zu viel Kohlenhydrate, du bist undercarbed, deine Makronährstoffverteilung weicht von der YouTube Fitness TV und Infinite Power Lifestyle Social Strava Spot Community ab. Wann du musst nachladen, hast du noch nicht die neuen Flavor Drops und die Protein Pills und ich denke die Message ist angekommen. Geh deinen Weg, finde deinen eigenen Weg, lass dich inspirieren, aber nicht manipulieren. Den Weg bin ich gegangen. Ich habe am 3.12.2014 abends ein Kilo Mett mit Senf und frisch gehackten Zwiebeln und 20 halben Brötchen zu mir genommen und am nächsten Tag bin ich Veganer geworden. Und ich habe direkt von Tag 1 an hier bei YouTube Buch geführt. Ich habe gespürt, dass das richtig ist. Auch wenn in den ersten Tagen meines Tagebuchs, ja, ich denke, ich noch ziemlich arrogant rüberkomme. Aber ich war konditioniert. Fleisch war meine Nahrungsquelle Nummer 1. Und ich habe mir nie wirklich darüber Gedanken gemacht. Ich wusste nicht mal, was ein Veganer ist ein paar Wochen vorher. Und ich verstehe jeden Menschen, der in erster Instanz davor zurückschreckt. Aber man erkennt schnell, wenn man sich wirklich mit Freude darauf einlässt. Und nicht nur, weil man nicht das böse Arschloch sein will, weswegen die Tiere leiden müssen, dass dieser Weg ein guter ist. Dieser Weg ist Freiheit. Dieser Weg ist Glück. Dieser Weg ist eine neue Qualität in deinem Leben. Ich habe diesen zwar auch ja, ethisch ausgelöst gewählt, aber auch sag mal, das Abnehmen, sagen wir mal, so im Hinterkopf gehabt. Umso schockierender war es für mich, dass ich in den ersten Wochen ja, ungefähr 3 Kilo zugenommen habe. Aber gerade die Anfangszeit, und ich glaube, da werden viele Verständnis haben, war geprägt mit der Faszination und dem Entdeckerdrang der vielen neuen Ersatzprodukte. Eine komplett neue Welt, die doch wie die alte war. Die positiven Seiten von zwei Welten, unbeschwert und doch genussvoll. Doch leider muss man sagen, da habe ich Lehrgeld bezahlt. Aber das sollte jeder von Euch, denn nur von Erfahrungen lernt man. Nicht davon, dass ein anderer Euch seine Erfahrungen mitteilt. Das gelingt nur den wenigsten, das anzunehmen. Und nicht nur, ja, weil eben das eigene Ego meist wirklich trefflich verhindert, sondern auch weil eben jeder Mensch individuell ist. Und ja, und dann nahm ich doch ab. Langsam aber sicher. Von ehemals 165 Kilo nahm ich dann in der veganen Ernährung nochmal Stand heute 12 Kilo ab. Ja, dabei umso länger ich Veganer bin, umso mehr Erfahrung mache ich auch. Und desto schneller geht das auch. Ich bin, ja, denke ich, auf dem Gebiet des Abnehmens wie kaum ein zweiter erfahren. Im Alter von 14 habe ich bereits schon 160 Kilo gewogen. Ja, und dann mein Körper mit Extremsport ruiniert, um abzunehmen, um meine erste Freundin zu bekommen, um dann Anfang der 20er wieder hochzuschießen auf 165. Bilder davon und meine komplette Abnehmensstory findet ihr in den Infokarten oben oder vielleicht habt ihr sie schon gesehen, wenn ihr länger dabei seid. Ja, ich möchte Euch ja, deshalb die Quintessenz meines fast 40-jährigen Lebens und ja, fast 30-jährigen Abnehmens mitteilen. Ich stehe jetzt ja, wieder kurz vor der Unterschreitung der 100. Das ist mir das letzte Mal mit 9 Jahren gelungen. Und in den nächsten Wochen wird dieser Moment eintreffen. Ich war davon überzeugt, dass ich erst im Tod wieder unter 100 Kilo wiege.
aber ich habe gekämpft. Fast 2 Jahrzehnte habe ich jede verfickte Scheißdiät gemacht. Ich habe chemische Pillen geschluckt, die mir das Fett aus dem Arsch haben laufen lassen, ohne dass ich das aufhalten konnte. Ich habe als 143 Kilo Koloss einen Marathon gelaufen. Ja, wobei man sagen muss, wirklich gelaufen. Also ich habe 7 Stunden gebraucht. Ich bin nicht gerannt, sondern gelaufen. Ja, aber also mit reiner Willenskraft. Ich wollte. Ich habe ja von High Protein, High Carb, Trennkost, Ayurveda, TCM und alle Mischformen habe ich alles ausprobiert. Teilweise jahrelang, teilweise wochenlang. Und du kannst es mit jeder Methode, die nicht nur auf ein paar Lebensmittel ausgelegt ist, also sprich sowas wie Kohlsuppendiät oder Ananasdiät nicht, kannst du es schaffen abzunehmen und auch das Gewicht zu halten. Es erfordert nur halt jeweils Willenskraft. Aber es ist möglich. Ich habe sowohl mit High Protein und auch mit High Carb abgenommen, die wohl beides die konträrsten, zumindest ja so makronährstofftechnisch gesehen Ernährungslehren darstellen. Aber mit dem einen gelingt es besser als mit dem anderen. Und ich habe für mich ein klares Ergebnis ja, feststellen können. Aber noch einmal, jeder Mensch ist verschieden. Natürlich gibt es ein paar biochemische Fakten. Zum Beispiel, dass bei erhöhter Proteinaufnahme weniger Tryptophan, das ist eine Aminosäure, die wichtig für die Bildung von Glückshormonen ist, ja, durch die Blut-Hirn-Schranke quasi kommt. Grund dafür ist, durch die proteinreiche Ernährung ja, gibt es eine erhöhte Konkurrenzsituation mit den anderen Aminosäuren, die natürlich auch da sind. Und Tryptophan ist eine relativ schwache Aminosäure. Man ist also damit ja, wirklich, jeder Mensch ist damit wirklich schlechter drauf als mit High Protein, als mit High Carb. Aber jemand, der generell gut drauf ist, für den mag das keine Rolle spielen. Der wird eventuell mit High Protein auch sein Glück finden. Zumindest was das Abnehmen angeht. Gesundheitlich legt die Waage zurzeit eher zugunsten der Kohlenhydrate. Aber es gibt ja auch nicht immer nur die beiden Extremen. Es gibt da hunderte Mischformen. Macht Euch da nicht verrückt. Jedenfalls kann ich in aller Deutlichkeit sagen, die vegane, kohlenhydratreiche Rohkost ist für mich am effektivsten und auch die beste Möglichkeit abzunehmen. Ich bin kein 100% Rohköstler. Einfach weil ich gerne auch mal eine Pizza esse, natürlich nur die original italienische Luigi Pizza, den Link gibt es oben in den Infokarten, oder auch mal eine Pfanne mit irgendwas, Gemüse und so weiter. Aber in der Rohkost hast du die perfekte Rückmeldung für deinen Körper, die du niemals mit Kochkost erreichen kannst. Und dann habe ich die letzten Monate noch ein Experiment gemacht, was, ja, was der Leichtigkeit des Abnehmens, und ich muss schon vor Freude eigentlich fast weinen, wenn ich das so sage. Jeder, der fett ist, jeder, der fett war und jeder, der unter jedem einzelnen Scheißkilo gelitten hat oder leidet, der wird wissen, diese Aussage, das ist der absolute Traum. Dieses einmal so formulieren zu können, ehrlich und überzeugt, abnehmen ist leicht. Jedenfalls, dieses Experiment hat dann noch die Krone aufgesetzt. Essen ohne Denken. Wirklich nur essen. Nicht unterhalten, nicht YouTube schauen, nicht lesen und im Idealfall nicht einmal denken, sondern volle Aufmerksamkeit auf das Essen. Klingt leicht, ist auch doch recht schwer, weil Schweinehund und so weiter. Aber einmal diese Schwelle überschritten, man ist im Abnehmhimmel. Meine absolute Empfehlung und auch die Art, wie ich mich jetzt ernähre. Vegan, viel Rohkost, wenig zusätzliches Fett, den Punkt habe ich noch gar nicht erwähnt. Esst Nüsse, esst Samen, alles wovor gewarnt wird, teilweise esst, aber seid sparsam mit Öl und Co. Meiner Meinung nach. Und konzentriert Euch auf, ja, wirklich auf das Essen, das ist das Wichtigste. Gebt einen Scheiß auf Ernährungsexperten. Ihr habt mit chronometer.com ein kostenloses Tool, Link ist unten in der Infobox, wo ihr jeden Tag Eure Nährstoffe ablesen könnt. Da braucht ihr keinen Ernährungsberater. Mehr braucht ihr nicht, ihr braucht nur das Chronometer. Und macht Euch nicht verrückt, wenn ihr dauerhaft 80 statt 100% erreicht. Die Werte sind sehr komfortabel berechnet. Wie die Werte genau berechnet werden, wovon ihr ausgehen, dazu habe ich auch ein Video gemacht, findet ihr auch oben in den Infokarten. Ja, und dann vor allem denkt selbst. Ja, also praktisch sieht es bei mir so aus, dass ich früh meistens einen Smoothie trinke, der mich bereits mit 100% der Vitamine, 100% der Mineralstoffe und 100% aller Aminosäuren abdeckt. Ein Drink. Und dann schaue ich, was ja, mein Körper den Rest des Tages sagt und worauf er Bock hat. Aber ganz ehrlich, so geil wie mein Frühstück, also dieser Monster-Smoothie, wie er liebevoll von einigen meiner Zuschauer genannt wird, und den
habe ich jetzt übernommen den Begriff. Ja, und den ihr auch in zig Anwandlungen in meinen wöchentlichen Food Diaries ja bestaunen könnt. So geil, so gut schmecken, dass das am Rest des Tages, das wird's kaum noch. Ich hau da Dinge rein und kombiniere wild herum. Das ist eine pure Freude und es ist sicherlich nicht für jeden. Aber es soll auch nicht für jeden sein. Wir sind individuell. Ich wiederhole mich da gerne. Und ich möchte mit diesem Video euch einfach animieren, an euch zu glauben und euren persönlichen Weg zu gehen. Wenn ihr Informationen kritisch aufnehmen könnt, ohne blind irgendwelchen Konzepten, ja, die für andere funktionieren, hinterher zu rennen, wie Freely's 80-10-10 oder McDougal's Star Solution oder meinetwegen Attila Hildmanns Matcha-Tee-Kost, keine Ahnung, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Ich werde immer für Menschen, die abnehmen wollen, ein offenes Ohr haben. Wer als Kind fett war, der trägt diese Bürde im Geiste immer mit sich. Und die Zeit hat Narben hinterlassen. Aber Narben sind Erhebungen. Und auf Erhebungen sieht man klarer. Also nutzt eure Narben, egal woher sie kommen, um euch zu erheben, um euch zu erfahren, um ein neues Leben zu beginnen. Ich bin Veganer.